Alles ohne Gewalt und ohne Verletzte. Ja, ich muss gehen. Du brauchst einen Leibwächter, wenn du mit so viel Geld in der Tasche herumläufst. Der Buchhalter sagt, du hättest Geld abgeholt. Seit wann bin ich denn dem Buchhalter Rechenschaft schuldig? Das bist du sicher nicht. Das war ja nur ein Scherz. Er wollte nur wissen, wo er es abbuchen kann. Haushalt, Geschäft, Wohltätigkeit. Haushalt natürlich. Sag ihm, dass ich mit dem Geld etwas im Haushalt verbessern möchte. Ich werde jetzt gehen. Ich habe noch viel zu erledigen. Weißt du? Nein, Sie wissen es noch nicht. Wurde jemand verletzt? Sie konnten es mir nicht sagen. Oder Sie wollten es nicht. Ich wünsche diesen Arbeitern nichts Schlechtes, selbst denen nicht, die nicht loyal zu mir waren. Aber wenn nur einer dieser Männer verletzt wurde, hoffe ich, dass man Pamela alles wegnimmt. Aber Sissi, diese Männer da draußen könnten tot sein. Ich habe der Ölgesellschaft meine Hilfe angeboten. Aber du willst doch nicht, dass ich so tue, als ob ich ihr kein Pech wünsche. Was du ihr wünscht, ist mir egal. Ich möchte nicht über Pamela sprechen, solange wir nicht wissen, ob jemand verletzt wurde. Es tut mir leid, wenn es gefühllos klang. Ich habe noch etwas in der Bibliothek zu erledigen. Wenn ich irgendetwas erfahre, sage ich es dir. Geht es dir gut? Ja. Ja, ja, geh, mach deine Arbeit. Mein Gott, was habe ich nur getan? Entschuldigen Sie bitte, ich bin Mitglied des Verwaltungsbeirats. Ja, Mrs. Capwell, ich erkenne Sie wieder. Ich würde gern wissen, ob von der explodierten Bohrinsel Verletzte hier sind. Nein, bis jetzt noch nicht. Sie werden gerade erst hergeflogen. Wurde irgendjemand getötet? Nein, ich glaube nicht. Auf der Intensivstation wird der erste Hubschraubertransport erwartet. Der müsste jeden Moment hier sein. Ich verstehe. Und die Verletzten müssen nicht erst durch die Krankenhausbürokratie, bevor sie behandelt werden. Ein Repräsentant der Versicherungsgesellschaft hat angerufen. Ich nehme an, dass die Aufnahme beschleunigt wird. Sehr gut. Und dafür, dass Sie mir Auskunft gegeben haben, bedanke ich mich. Kann ich irgendetwas tun? Zurzeit nicht. Danke sehr. Sie lassen es mich wissen, wenn ich helfe. Ja. Ja, natürlich. Danke. Sie haben sie eine Bombe gelegt. Ja, ich war's. Mein Gott. Ich verdiene das alles, weil ich mich mit Ihnen eingelassen habe. Aber diese Männer, die verletzt wurden, haben das nicht verdient. Ich habe das so nicht geplant. Und warum haben Sie es dann getan? Sie haben mir für den Job eine Menge gezahlt und Sie wollten keine Einzelheiten wissen. Ich habe Sie bezahlt, um Pamela Conrad endlich aus der Stadt herauszubefördern. Aber ich habe Sie davor gewarnt, das Leben anderer zu gefährden. Ich wollte keinen verletzen. Es war ein Unfall. Es hat mich fast selbst das Leben gekostet. Sie haben Ihr Versprechen nicht gehalten. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich war vorsichtig genug. Die Bombe sollte nur das Ölfeld unter Wasser treffen und die Verbindung zur Bohrinsel sollte unterbrochen werden. Sagen Sie mir, was dann passiert ist. Ich weiß nicht. Es war zu viel Erdgas in der Leitung. Ich weiß es nicht. Dann hatten Sie keinerlei Recht, etwas zu tun, wenn es so gefährlich gewesen ist. Na, hören Sie. Sie haben mich nicht gekauft, damit ich Mrs. Conrad in höflichen Worten darum bitte, die Stadt zu verlassen. Sie wollten sie doch aus dem Geschäft bringen. Doch sowas können Sie nicht machen, ohne Risiken einzugehen. Ich habe versucht, am Telefon Ihnen das klarzumachen, aber Sie wollten nicht hören. Arrogant und hochmütig, wie Sie nun mal sind, wollten Sie ja keinerlei Einzelheiten wissen. Stimmt's? Oh ja, ich habe mich geirrt. Nein. Sie dachten, wenn ich die Schmutzarbeit mache, würden Ihre Hände sauber bleiben. So wollten Sie es. Ist doch so. Wissen Sie, meine Schuld ist sehr groß, Mr. Thompson. Größer als Ihre. Wohin gehen Sie? Ich werde jetzt zur Polizei gehen und ich werde der Polizei alles, was ich getan habe, erzählen. Oh ja, ich höre diese kleine Geschichte jetzt schon. Sie wollten nichts Schlimmes, haben mich angeheuert und ich verlor die Kontrolle. Richtig? Sowas zieht aber nicht, Mrs. Capwell. Ach, Sie stecken da genauso tief drin wie ich. Denken Sie, ich weiß das nicht? Oh nein, das tun Sie nicht, weil Sie ganz genau wissen. Wenn Sie mich einsperren, dann machen Sie mit ihm genau das Gleiche. Das ist richtig.
Das ist absolut richtig und so muss es auch kommen, weil wir ein fürchterliches Verbrechen verübt haben. Was für ein hochmütiges Gerede, Mrs. Capper. Sind Sie fähig dazu? Sind Sie denn fähig, Ihren Besitz einfach aufzugeben? Ja? Und die Familie? Und die nächsten 20 Jahre im Gefängnis zuzubringen? So eine schöne und reiche Frau wie Sie ist eine sehr gefragte Person im Gefängnis. Ja, ja, denken Sie praktisch, Mrs. Capper. Ich würde es mir an Ihrer Stelle sehr gut überlegen. Ich habe folgenden Vorschlag. Lassen Sie Ihre Finger von der Sache. Niemand wurde getötet, die Bohrinsel ist zerstört. Das entspricht genau Ihrem Auftrag. Ich wünschte, es wäre nicht geschehen. Das hilft Ihnen jetzt auch nicht und den verletzten Männern schon gar nicht. Wenn Sie zur Polizei gehen, schaden Sie nur sich selbst. Ich werde etwas tun. Nein, das werden Sie nicht. Explosionen gibt es immer auf Bohrinseln. Es ist unnötig, dass Sie das einem von uns anhängen wollen. Hm? Also das Schlimmste ist vorbei, Mrs. Capper. Glauben Sie mir. Machst du da? Sie kann dich doch nicht auf eine bloße Vermutung hin beschuldigen. Eigentlich nicht, aber nach Ihrer Überzeugung habe ich es getan. Was wird sie tun? Versuchen, mich irgendwie festzunageln, aber sie wird nichts finden. Ich vermute, es ist jemand, der mir schaden wollte und nicht wusste, dass die Bohrinsel jetzt Pamela gehört. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, wahrscheinlich. Es sind einfach zu viele Zufälle. Du siehst so besorgt aus, Schatz. Aber wie soll ich denn sonst aussehen? In Anbetracht dieser erbärmlichen Frau, die versucht, dich zu ruinieren. Also, du glaubst mir doch, dass ich es nicht getan habe. Oh ja, ich glaube dir. Denn so sehr ich diese Frau auch hasse, ich würde doch niemals mein Leben mit dir aufs Spiel setzen. Sie kann so viele Beweise sammeln, wie sie will. Sie kann mir drohen, so viel sie will. Doch anhängen kann sie mir das nicht. Schatz, ich weiß, dass du unschuldig bist. Und ich halte zu dir. Es tut mir leid. Ich leg mich jetzt hin. Ja, leg dich nur hin. Ruh dich etwas aus. Hat eine Explosion gegeben. Explosion. Sie haben mir für den Job eine Menge Geld gezahlt. Und Sie wollten keine Einzelheiten wissen. Sie dachten, wenn ich die Schmutzarbeit mache, würden Ihre Hände sauber bleiben. Schatz, du siehst erschöpft aus. Sie wollten sie aus dem Geschäft bringen. Es sind ein paar Zufälle zu viel. Ich vermute, es ist jemand, der mir schaden soll. So eine schöne und reiche Frau wie Sie ist eine sehr gefragte Person im Gefängnis. Hallo, wo bist du gewesen? Ach, ich war noch mal am Strand und habe Kelly geholfen. Mein Gott, du bist doch bereits gestern da gewesen. Wieso holst du dir nicht ein Zelt und eine Luftmatratze und bleibst gleich da? Du würdest keine Witze machen, wenn du die toten Seehunde gesehen hättest und die Möwen, die versuchen, den Strand zu erreichen. Sie können nicht schwimmen und sie können nicht fliegen. Es tut mir leid, ich wollte mich nicht über dich lustig machen, ganz ehrlich nicht. Ich weiß, wie sehr du dich anstrengst und ich bewundere. Ach ja, das ist richtig. Ganz recht, deine Frau, deine bewundernswerte Frau. Schatz, was ist denn los? Du bist so... Wenn es dich so sehr deprimiert, dann geh doch einfach nicht mehr hin, ne? Ich bin nur etwas erschöpft. Ich möchte ein Bad nehmen. Timmons hat sich hier blicken lassen, als du weg warst. Warum? Warum? Glaubst du nicht, Pamela würde bei jeder passenden Gelegenheit zu ihm gehen? Jetzt scheint er ihr persönlicher Bluthund zu sein. Wieso? Was hat er gesagt? Im Grunde sehr wenig. Er hat geblufft und gedroht, das Übliche. Er hat nicht den geringsten Beweis. Das wird ihn doch nicht abhalten. Sowas hat er noch nie gebraucht. Er wird weiter schnüffeln und... Und was, Liebling? Es gibt nicht die geringste Verbindung zwischen mir und dieser Explosion. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Ich meine, welcher Dummkopf auch immer für die Sabotage verantwortlich ist, war auch dumm genug, eine wahnsinnig auffällige Spur zu hinterlassen. Man wird ihn bestimmt finden. Also, mach dir deswegen keine Sorgen.